Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, heiße Sie und euch ganz herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem nächsten Meisterschaftsspiel. Wir haben den FC Ingolstadt zu Gast, treffen dort auf einen früheren Trainer mit André Schubert am Samstag um 13.30 Uhr hier in der Bentele Arena. Wie wir das Spiel angehen wollen, um aus dem 21, 22 oder sogar 24 Punkte zu machen, kann uns der Trainer sagen. Bitte, Lukas, deine Vorschau. Ja, schönen guten Tag zusammen. Mit dem FC Ingolstadt erwarten wir sicherlich eine zweikampfstarke Mannschaft bei uns hier in der Bentele Arena, die ja, sich den Saisonstart durchaus anders vorgestellt hat, sicherlich und nichtsdestotrotz auch über Qualitäten verfügt, die jeder Zweitligamannschaft wehtun können. Wir tun, glaube ich, gut daran, zwei Dinge in den Fokus zu rücken. Auf der einen Seite schon auch die Überzeugung in uns zu haben, dass wir tatsächlich auch Ingolstadt schlagen können und andererseits dennoch so viel Demut an den Tag zu legen, um zu wissen, wo wir herkommen und dass alles in der zweiten Liga sich hart erarbeitet werden muss und dementsprechend es am Samstag auch wieder ein Spiel auf Augenhöhe werden wird, wo Kleinigkeiten entscheidend werden. Vielen Dank. Ja, Lukas, vielen Dank. Dann bleiben wir zunächst beim sportlichen Teil. Eure Fragen bitte. Heute mal mit Frank Beinecker an, Pole Position, Neuburg. Ja, erste Frage natürlich zum Personal. Zum einen, Marcel Melem, steht da jetzt wirklich die endgültige Diagnose fest? Und was war dann heute im Training auch mit Julian Justwein und Uwe Hünemeyer? Sind die wieder eingestiegen, also komplett eingestiegen? Genau, beide Jungs waren problemlos auch im Training aktiv. Bei Marcel Melem ist es so, dass er am Wochenende auf jeden Fall nicht spielen wird. Die Wade ist nach wie vor dicht im MRT. Es ist aber jetzt glücklicherweise mal zu keiner Muskelverletzung irgendwie zum Vorschein gekommen. Und dementsprechend hoffen wir, dass er uns dann nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung steht. Matthias Reichstein, des Series Hawksworth, bitte. Ja, quasi, ob wer wird denn Melem ersetzen? Kann man sich so einfach machen, Schuster geht ins Mittelfeld und hinten rechts verteidigt dann Jalzin, oder ist es dann doch nicht so einfach? Also tatsächlich ist es so, dass auch aufgrund der Leistung ich das erste Mal in der Saison überlegt hatte, mit der gleichen Formation anzufangen, aber es hat nicht sollen sein, damit wahrscheinlich die Serie dann auch weiter Bestand hat. Es ist aber so, dass dadurch, dass Marcel ausfällt, sich bei uns schon auch einiges verändert. Wir haben keinen anderen Spielertyp, der genau die gleichen Qualitäten mitbringt, sondern andere. Und das hat dann wiederum Auswirkungen. Deswegen ist es tatsächlich sich etwas zu leicht gemacht. Also es kann schon zu Anpassungen auch auf anderen Positionen führen, nicht ein 1:1 Ersatz geben. Ins Detail wollen Sie jetzt auch noch nicht gehen, oder? Ja, weil ich auch selber da noch nicht ganz im Klaren darüber bin. Hängt auch damit zusammen, dass die Ingolstädter doch sehr, sehr viel auch in den vergangenen Spielen getauscht haben, also sowohl Personal auch, als auch an der Systematik. Und da will ich mir das auch noch offen lassen, wie wir dann darauf reagieren. Und ich finde, es ist immer wichtig, mit einer gewissen Struktur und Systematik anzufangen, aber vor allem dann auch im Laufe des Spiels reagieren zu können, ohne wechseln zu müssen. Und da bin ich noch nicht ganz so weit, wie das vor dem Kassel-Spiel beispielsweise der Fall war. Dann vielleicht einmal zu Robin Jalzin. Der hat ja 8-mal in Folge in der Startelf gestanden, saß dann in Karlsruhe nur auf der Bank. Erstmal, was war der Grund dafür? Und zweitens, ja, wo sehen Sie ihn jetzt vielleicht dann auch, sind seine Optionen dann auch jetzt fürs Ingolstadt-Spiel? Sehen Sie ihn dann wirklich eher in der Innenverteidigung oder als Rechtsverteidiger, oder ist halt dann auch eine Option fürs defensive Mittelfeld, in dem ja jetzt viele Leute ausfallen? Für alles. Robin ist zu allem fähig. Auch genau deswegen haben wir ihn geholt. Ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich so positionsvariable Spieler einfach mag. Und Robin hat es besonders in der Dreierkette exzellent gemacht. Und die beiden Spieler als Rechtsverteidiger in der Viererkette waren sicherlich nicht ganz so glücklich. Aber das hängt auch vor allem damit zusammen, dass ich ihn auf eine Position gebracht habe, wo ich nicht genügend schützen konnte. Und dementsprechend ist er auf jeden Fall eine Option.
sowohl auf der 6 als auch in der Dreierkette, als auch in der Viererkette ist wirklich nach wie vor alles möglich. Und man muss auch sagen, dass er die letzten beiden Trainingseinheiten sehr, sehr engagiert absolviert hat und definitiv eine gute Option darstellt. Herr Kwasniok, vielleicht noch eine Frage zu Ofori. Der war ja vergangene Woche in der Startelf. Eine Begründung war, glaube ich, auch, dass er enorm fleißig war im Training, sich ganz da in den Fokus selber gedribbelt hat. Gab es so einen Spieler in dieser Trainingswoche schon wieder, der so extrem sich nach vorne gespielt hat, wo Sie jetzt sagen, eigentlich hat es ja verdient, in der Startelf zu stehen? Ja, ganz so krass war es jetzt diese Woche nicht. Aber die größte Qualität natürlich auch von Spielern ist, konstant Leistung abzuliefern, auch im Training. Und ja, wenn du dauerhaft gute Leistung ablieferst im Training, dann kannst du das ja auch nicht nochmal toppen und nochmal toppen und nochmal toppen. Und wir haben sehr, sehr viele Spieler, die einfach dauerhaft performen. Beim Kelvin war es schon auch einfach so ein bisschen ein Quantensprung innerhalb dieser Trainingswoche. Und ja, jetzt gilt es für ihn, das einfach Woche für Woche abzurufen, im Spiel, aber auch im Training. Und das wird so der nächste Step sein. Aber ja, bei den anderen war jetzt kein Quantensprung nötig. Die haben das sehr, sehr gut gemacht. Hat er denn seine Form bestätigt diese Woche, Kelvin? Letzte Trainingswoche war besser als diese Woche. Aber es ist, wie gesagt, auch normal. Du kannst auch nicht immer top oder over the top trainieren. Im Endeffekt ist der Kelvin für uns auch immer eine Option für gewisse Spielphasen, für gewisse Momente. Gegen den KSC hatte ich einfach das Gefühl, dass er das von Beginn an sehr gut auf den Platz bringen kann, weil sie da eher, so wie ich schon gesagt hatte, so ein bisschen weichere Spielertypen haben, die gegen so Hakenspieler Probleme haben. Und gegen Ingolstadt sieht es vielleicht anders aus, vielleicht aber auch gleich, ich weiß es noch nicht final. Es tut mir leid. Dann vielleicht zum Gegner. Ja, was erwarten Sie denn für Ingolstädter? Ein Gegner, der mit einer Fünferkette dann da Beton anrührt, wo es wenig Gelegenheit für Umschaltmomente gibt? Oder ja, was denken Sie, wo lauern da die Gefahren? Na, bisher haben sie das nicht getan, dass sie sich hinten eingeigelt haben, sondern sie haben schon auch immer hoch attackiert, aber jetzt auch den Fokus durchaus darauf gelegt, dass sie sich dann schnell zurückziehen, dass sie nicht allzu viele Räume anbieten. Und Kutschke wird, denke ich, zurückkommen. Der ist natürlich immer ein gewisser Gefahrenherd vorne und das ist eine erfahrene Mannschaft, die gleichzeitig schon auch sehr, sehr viele junge Spieler, Röhl, Bilbia, Kaya hat, die sie versuchen einzubauen. Sie haben halt einen sehr, sehr großen Kader und ich glaube, da diese Stammformation zu finden, die dann funktioniert, das ist wahrscheinlich aktuell die größte Herausforderung für die Ingolstädter. Und ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie die finden in Zukunft dann ab Sonntag. Ja, dann soweit erstmal. Vielen Dank an dich, Tobi Fennecker, Radio Hofstedt. Wollen wir natürlich nicht unterschlagen. Bitte schön. Genau, Herr Kwasniok, wir hatten eben schon gehört, 21 Punkte sind es ja schon, besonders viele auswärts gesammelt, das wissen wir alle hier. Wenn es jetzt zu Hause auch noch klappen sollte, glaube ich, brauchen wir uns nicht darüber zu unterhalten, dass der SCP wieder eine Spitzenmannschaft ist. Wie viele Punkte sollen es denn so bis Weihnachten ungefähr noch sein? Ach, wir haben keine Zielvorgaben gemacht, wirklich nicht, sondern wir gehen das nach dem Motto an, jetzt am Samstag raus ins Stadion, rein ins Spektakel. Und das ist unsere Prämisse Woche für Woche und das versuchen wir abzuliefern. Ich glaube, das haben wir auch größtenteils getan und wenn wir das schaffen bis Heiligabend, dann können auch die Geschenke für die Frauen der Spieler auch ein bisschen größer ausfallen eventuell. Da war noch ein kleines Fragezeichen, eventuell, habe ich gehört. Okay. Schauen wir mal. Was da geht. Ja, wir wechseln mal rüber zum organisatorischen Teil. Bei den Heimspielen haben wir da ja immer zusätzliche Informationen. In diesem Fall noch zusätzliche Informationen besonderer Art, weil sich einige Dinge am Spieltag ändern. Unser Leiter der Organisation, Sebastian Matz, kann mehr dazu sagen. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Auch hallo von meiner Seite aus. Stand jetzt haben wir rund 6.000 Eintrittskarten verkauft für das Spiel am Samstag. Wir rechnen zwischen 6.500 und 7.000 Zuschauer, darunter werden ca. 50 bis 60 Gästefans sein.
Es wird so sein, dass die Tickets auch bis Samstag kurz vor Spiel, vor dem Spiel zu erwerben sein werden, so wie gehabt. Eine Neuerung dabei wird sein, dass wir am Spieltag selbst das Mobile-Ticket auch freischalten werden, sodass ich letzten Endes auch kurz entschlossen und spontan bei der Anreise mein Ticket noch buchen kann, ohne es schlussendlich ausdrucken zu müssen und letzten Endes mit dem Handy direkt am Zutritt das Ticket dann scannen kann. Ansonsten ist es so, dass wir die bisherigen Raucherzonen im Stadionumlauf aufgelöst haben. Das Rauchen ist somit nicht mehr unter der Tribüne bzw. im Umlauf möglich, sondern nur noch ausschließlich am Sitz- oder Stehplatz auf der Tribüne. Soll eben auch dazu führen, dass wir im Umlaufbereich ein permanentes Tragen der Masken haben. Auch hier nochmal der Appell und die Bitte, nach Möglichkeit die Maske wirklich nur zum Verzehr von Speisen und Getränken und zum Rauchen abzunehmen, ansonsten eben auch dauerhaft zu tragen. Ansonsten hat sich so viel nicht verändert. Der Parkplatz P&R steht am Spieltag zur Verfügung. Die Anreise sollte möglichst individuell erfolgen und die entsprechenden 3G-Nachweise sind entsprechend zu erbringen, sodass wir dort keinerlei Probleme beim Zutritt haben. Ja, vielen Dank. Zu den Dingen werden wir noch eine gesonderte Mitteilung herausgeben, aber Tobi Pfennig habe ich gesehen. Genau, eine Frage dazu nochmal auch an Sie, Herr Kwasniok, weil ich das gerade gehört habe. 6.000 verkaufte Karten, das ist aus meiner Perspektive nicht allzu viel. Sind Sie da ein bisschen enttäuscht und was ist vielleicht auch Ihre Erklärung dafür, dass es vielleicht in Anführungsstrichen nur 6.000 sind, weil der Fußball, den der SCP spielt, ist ja nun weiterhin attraktiv. Ja, aber es gibt ja immer zwei Blickweisen oder Blickwinkel auf die Dinge und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe ja einmal einen Appell gestartet und vielleicht hat es dazu geführt, dass ein paar tatsächlich auch noch gekommen sind. Ich bin einfach jetzt auch dankbar für die Menschen, die hier rauskommen im Stadion und uns unterstützen, die geben Vollgas und deswegen sollten wir einfach ja, stolz darauf sein, dass wir einen harten Kern haben und wenn wir nach und nach immer mehr Zuschauer ins Stadion anlocken können, wenn das Wetter wieder eines Tages besser werden wird und so weiter und so fort, dann wird auch das Stadion wieder gefüllt sein und bei allem Respekt auch natürlich vor Ingolstadt, das hängt natürlich auch irgendwo damit zusammen, ob jetzt der HSV oder halt Ingolstadt kommt, das ist normal, deswegen nichts Verwerfliches, der eine oder andere wird sich vielleicht noch eine Karte zulegen, besorgen und ja, wie gesagt, wir sind happy über die Menschen, die uns unterstützen. Matthias Reichstein nochmal, bitteschön. Herr Kwasniok, vielleicht noch eine Frage zum BGH-Urteil. Ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben heute Vormittag. Es ist ja ein Urteil gefällt worden, dass die Fans, wenn die Fans Bengalos abfeuern, dass die Vereine nach wie vor die Strafen zahlen müssen. Ich weiß nicht, ob Sie den Sachverhalt kennen und wenn ja, was sagen Sie dazu? Ja, ist mir nur so beiläufig bekannt, insofern. Ich weiß, dass mein ehemaliger Verein ja auch geklagt hatte, aber ich habe jetzt vom Urteil noch nichts final mitbekommen und dementsprechend gibt es Themen, die, sage ich mal, eher der Manager beantworten kann als der Trainer und das ist vielleicht jetzt so eins. Nochmal ein Blick in die Runde. Haben wir noch Dinge? Das sehe ich nicht. Dann herzlichen Dank für die Teilnahme an der Pressekonferenz. Uns allen eine gute Zeit bis zum Spiel, der Mannschaft eine gute Vorbereitung bis zum Samstag. Dankeschön.